Ja, hallihallo Freunde, da sind wir wieder bei Metroid 2. Immer noch mit unserer coolen Samus. Und wir suchen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Der erste Teil ist gut bei euch angekommen, vielen lieben Dank dafür. Ja, ich habe mal ein wenig, das war gerade mein Handy, glaube ich, so ein wenig vergessen, hier über das Spiel zu erzählen. Also, Metroid 2 spielt im... Was ist das? Ah, okay. Hallo? Hallo, wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Hä? Ich kann mich hier nirgendwo aufrichten. Metroid 2 spielt... Okay. Spielt zwischen Metroid Fusion und Metroid Prime? Bin ich da jetzt richtig informiert? Ich weiß es nicht. Wir sind hier auf dem Planeten SR388 und sollen die Metroids vernichten. Wir sind dazu beauftragt worden vom Hauptquartier. Hier auf diesem Planeten... Moment. Alle Metroids zu vernichten. Deswegen haben wir hier unten rechts im Bild auch die Anzahl der Metroids, die wir noch hier noch haben. Also 38. Hier, ähnlich wie, oder genau wie bei den anderen Teilen auch, haben wir nachher wieder die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten aufzustocken. Hier könnte doch gleich wieder ein Metroid kommen. Oh Mann! Oh nein, eine Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ähnliches Prinzip. Ja, und wie gesagt, wir sollen jetzt hier die Metroids alle kaputt machen. Was ist das? Diese Statuen, dieses eine Shouzu-Statue, die kennen wir auch aus dem ersten Metroid. Und die... Ja, Bomb! Sehr schön. Oh, geile Musik, wie ich sie vermisst habe. Wir können jetzt unsere Bomben legen. Da! Okay, selbes Prinzip wieder auch. Ah, geil! Das konnten wir... Na! Genau, da seht ihr das. Wir können mit den Bomben hochspringen. Das konnte ich im ersten Teil relativ gut. In den anderen Teilen hat es dann nicht mehr so gut geklappt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier überall Bomben zu legen. Und ich denke mal, da unten geht es auch weiter. Och ja! Ja, genau wie ich es gedacht habe. Was ist das da unten? Was war das? Was war das? Okay, wenn wir aus dem Bild gehen, sind sie weg. Okay, da gibt's nichts. Achso, jetzt geht's hier hoch mit der Bombe. Zack! Ja, die Raketen sind gleich. Was war das, was wir da gerade eingesammelt haben? Sehr merkwürdig. Okay, aber ich will jetzt nochmal zurück. Und zwar... zu... dem Raum, wo wir gerade eben waren. Hep. Mit Simon the Sorcerer, das auch nochmal zur Info, wird's weitergehen. Da braucht ihr keine Sorge zu haben. Nur im Moment brauche ich ein wenig Pause von Simon. Und ja, wie ich es erwartet hatte. Ein Energietank! Geil! Ah, wie geil! Ja, wie gesagt, mit Simon the Sorcerer wird's weitergehen. Im Moment brauche ich eine kleine Auszeit von dem Lieben. Es ist, ja. So gut, also ich habe mir das mal so angeguckt. Also das Spiel ist zu gut 3/4 geschafft. Also viel ist da nicht mehr. Aber, wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn das im Moment ein wenig pausiert wird. Au. Und, ja. Ein wenig Metroid und ein wenig Starfleet Academy wird jetzt demnächst ein wenig Überhand nehmen. Aber ich denke mal, damit kann man leben. Was ist das? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Schaffe ich das? Ja, na.
Ja, ey, komm, komm, komm! Man muss nur den richtigen Rhythmus im Prinzip rausfinden. Komm. Ja. Ja, nein. Oh, egal. Wir versuchen es erstmal hier lang. Vielleicht bekommen wir irgendwo den High Jump. Ah, da sind sie wieder. Was ist das? Kann man das kaputt machen? Nein, kann man nicht. Das geht auch nicht. Und wenn man die andere Metal... Nein. Die Musik ist auch wieder weg. Hört das? Wenn man die andere Metroid-Teile gewohnt ist, dann ist hier die Grafik und das alles drumherum schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber... Okay. Es geht. Also man kommt da relativ schnell wieder in dieses Metroid-Feeling rein. Nur, es ist halt alles was anderes. Hier muss doch jetzt irgendwo mit sich... Ah! Scheiße, scheiße! Was? Oh nee, da will ich doch gar nicht hin. Kacke. Was ist das? Hä? Okay. Was ist das da unten? Spider-Ball! Ja, davon habe ich gehört! Geil! Wir... Moment, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich den aktiviere. Nein, so nicht. Nein, so auch nicht. Oh, 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 das tut weh. Ah, okay. Nein. Moment, wie habe ich das denn jetzt gerade geschafft? Okay. Runter und dann nochmal runter. Geil. Und dann, ja. Hoch. Okay. Hahaha, wie geil. Der Spider-Ball, damit können wir, das ist auch eine Fähigkeit, die nur in Metroid 2 ist, können wir... Nein. Können wir Wände hoch, wie ihr hier sehen könnt. Und wie gesagt, diese Funktion gibt es nur in Metroid 2. Finde ich schade, dass man die nicht bei den anderen Teilen irgendwie übernommen hat. Weil ich finde sie... Ach. Ich finde sie einfach nur geil. Ja, komm hoch. Da rein, Bombe legen. Schade. Okay. Wieso ist dann da ein Loch in der Wand? Ich weiß es nicht. So, und jetzt denke ich mal, dass wir da oben hoch können. Oder? Ach nee, dazu müssen wir erstmal... Können wir uns denn... Also, so können wir uns nicht. Wir können nur... Okay. Also, wir können uns nicht im Sprung zu einem Ball machen. Das geht nicht. Ach. So, wo geht's hier hin? Ah, wusste ich's doch. Gucken wir erstmal, was es hier gibt. Da ist ein Metroid. Hallo, wieso kommt der nicht? Nein, 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 nein! Jawollo, wieder einer weniger. Okay. Moment, Moment. Das, geh da mal hoch, da, rein. Und jetzt Bombe legen. Okay. Nein, springen. Springen, Samus. Da oben geht's doch noch weiter. Moment, da will ich hin. Dann gehen wir hier und da hoch. Ach, da ist nix. Da ist auch nix. Nein. Nein, 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 nicht zum Ball. Okay, da oben kommen wir auch nicht hin. Dann können wir wohl nur hier wieder runter.
Toll, aber wie komme ich da oben hin? Ach ja, richtig, genau. Wir können ja jetzt hier, da, genau, richtig. Da ging es ja nicht weiter. Ach, meine Güte, ey. Hoch, hoch. Nein, nicht wieder treffen lassen. Oh, und das war total sinnlos, sich da jetzt hinzubegeben. Hallo, Samus, hoch. Okay, da gibt's nix. Da, was ist das? Ach, das ist ein Raketen. Ach, ja, alles klar. Da können wir unsere Raketen auffrischen. Okay, was gibt's hier? Da gibt's nix. Ach. Kommen wir da hoch? Nein, da kommen wir nicht hin. So kommen wir da hin. So, wo geht's hier hin? Wo geht's da oben hin? Da ist die Decke. Ah, und da oben ist auch nichts. Wieso ist da ein Loch? Aber wir kommen nicht an die Decke. Scheiße. Egal. Hallo? Okay, so geht's nicht. So. Jawohl. Ich bin erstaunt, dass es jetzt hier so einfach geht, weil ich habe ja es im letzten Teil auch schon gesagt, dass ich mir das Spiel ein wenig angeguckt habe am Anfang. Um so ein... was ist das? Um so ein wenig reinzukommen. Und da habe ich mich sehr schwer getan. Also ich war überrascht, wie schwer. Hier gehen wir mal vorsichtig runter. Und dafür, dass ich mich am Anfang so schwer getan habe, finde ich, läuft jetzt eigentlich ganz gut. So, wo geht's hier hin? Das Problem hierbei ist, dass man hier einen sehr kleinen Ausschnitt der Karte hat. Und vor allen Dingen... ach, ist sie nur wieder. Dass man hier keine Übersichtskarte hat. Das ist, fast genauso schlimm. So, von denen lassen wir uns nicht beeindrucken und nicht treffen, Samus. Hier durch. Ach, sie nur wieder. Das Problem ist halt, wie gesagt, bei solchen Karten, dass man halt hier irgendwann in die falsche Richtung geht oder dass man irgendwann einfach nur den Überblick verliert. Wie ich jetzt hier zum Beispiel. Okay. Moment, da ging's doch... Da ging's doch rein. So. Ein Endlosgang, wie ich das liebe. Ein Grafikfehler. Wie nett. Dieses Spiel war damals, weil einige haben sich gefragt, wie schaffst du das, das in Farbe zu spielen? Ja, das ist einfach. Dieses Spiel oder alle Gameboy-Spiele, die es damals gab, gab es auch irgendwann in Farbe. Warum? Einfach. Es gab für den Super Nintendo, gab es einen Aufsatz, einen Adapter, wo man die Gameboy-Spiele reinstecken konnte und dann konnte man die Gameboy-Spiele über diesen Adapter auf dem Super Nintendo in Farbe spielen. Das hatte man mit Metroid 2 auch vor, aber... es wurde leider nie gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Aber es gibt... Was? Ach, die Musik ist wieder da, okay. aber... Dem Internet sei Dank gibt es einige Leute, die sich damit ein wenig befasst haben und das dann, ja, ermöglicht haben. Na! Nein! Oh, Samus! Oh, Samus, Erakus! Meine Güte, ey. Alle wollen was von einem. Schaut einfach mal im Internet unter Metroid 2 Color oder Farbe oder Infarbe. Ich denke mal, da werdet ihr relativ schnell... fündig werden.
falls ihr dieses wunderschöne Spiel auch mal spielen wollt. So, aber ich sehe, die Zeit ist erreicht. Ich laufe hier einfach blind durchs Level. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo lang. Das ist ohne Übersichtskarte alles ein wenig schwierig. Ah! Kommt man denen nur ein bisschen zu nah. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bye! Samus Aran, Metroid 2 und mir, dem NRW Boy 18. Ja, das nimmt und nimmt kein Ende hier. Es nimmt kein Ende. Ja, das nimmt kein Ende. Ja, Freunde, also, bis zum nächsten Mal dann. NRW Boy 18, adieu.